Hallo, ihr Volleyball-Verrückten da draußen. Hier ist wieder Volleyball-Freak Steffen. Ich hatte mal endlich wieder ein Spiel und natürlich war die Kamera wieder mit dabei und konnte natürlich auch eine Szene einfangen, die euch da draußen und die Schiedsrichter unter euch ein bisschen wieder ans Knobeln bringen soll oder ans Rätseln, was jetzt die richtige Regelanwendung ist. Und deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Hier kommt die Szene nach dem Intro. So, das war die Spielszene aus meinem letzten Spiel, die ich euch mitgebracht habe. Habt ihr schon eine Idee, weswegen man schon hätte ein paar Kontakte früher den Ball abpfeifen sollen? Wenn ja, dann haut es unten in die Kommentare, diskutiert gerne mit mir und den anderen Usern. Wenn nein, dann natürlich einmal zurückspulen, vielleicht nochmal vorher im Regelheft blättern, was könnte das in dieser Spielsituation gewesen sein? Denn hier kommt jetzt gleich die Auflösung. Natürlich vorab noch ein kleiner Disclaimer. Wir wollen keine Schiedsgerichte hier diskreditieren, sondern die Videos sind einzig und allein dafür da, damit man gemeinsam die Regeln richtig anzuwenden lernt und dann hoffentlich im nächsten Spiel dann eben die Situation richtig einschätzt und die richtige Mannschaft den Punkt bekommt. So, was ist die Auflösung? Schauen wir uns den Spielzug gemeinsam an. Der Ball wird von drüben rüber gespielt, der Abwehrspieler kriegt ihn nicht ganz kontrolliert, spielt den halt so hoch an die Netzkante. Jetzt kommt dieser Hinterfeldzuspieler an, versucht ihn natürlich bei sich zu behalten, gelingt ihm nicht und wird demzufolge von dem Blockspieler gegenüber blockiert. Jetzt hat der erste Schiedsrichter nur die Möglichkeit, auf einen Fehler zu entscheiden. Entweder ist es ein fehlerhafter Hinterfeldangriff nach der Regel 13.3.3, weil der Zuspieler quasi Hinterfeldspieler ist und ihn oberhalb, vollständig oberhalb der Netzkante spielt und der Ball aber rüber geht, also in Richtung Gegner. Oder er bewertet es so, dass er sehen würde, dass der Ball eigentlich auf der Seite des Zuspielers bleiben würde und der Blockspieler quasi rübergreift. Wie ahndet ihr denn einen solchen Fehler? Müsst natürlich wissen, welcher fehlerhafter Hinterfeldangriff. Ja, also heißt, ein Hinterfeldspieler springt in der Vorderzone ab und greift quasi an oder spielt in dem Fall einfach nur rüber Richtung Gegner. Dann macht er dieses Fehlerzeichen, nachdem er die Seite angezeigt hat, die einen Punkt bekommt. Ist es ein Übergriff, also ein Hineinreichen in des gegnerischen Raums und blockiert den Ball, obwohl noch gar kein Angriff stattfindet, dann macht er quasi dieses Zeichen, je nachdem, von wo der Fehler passiert ist. Ansonsten, wie kann ich das, welche Tipps habe ich vielleicht für euch, die da euch helfen, solche Situationen zu bewerten? Tipp 1, macht euch vor jedem Punkt oder jedem Spielzug klar, welcher Zuspieler gerade wo im Feld sich befindet. Ist der Position 1, 5 oder 6 Zuspieler, also ein Hinterfeldspieler, oder ist er vorne auf den Positionen 2, 3 und 4? Dann ist er ein Vorderfeldzuspieler, dann wäre die Situation ganz andere jetzt eben gewesen. Umgekehrt natürlich, guckt immer ein bisschen links, rechts von der Antenne, also könnt ihr so leicht ein bisschen beugen, um ein besseres Bild zu bekommen, gerade wenn das vor eurer Nase passiert, um besser bewerten zu können, wer in welchen Gegnerraum eintritt, wo würde der Ball hingehen. Da müsst ihr natürlich in Bruchsekundenteil euch entscheiden dann. Vielleicht auch noch einen Ballkontakt abwarten, aber eben dann darf auf jeden Fall dieser Ball so nicht weiterlaufen, aus meiner Sicht. Das soll es auch schon gewesen sein mit meinen Tipps zu dieser Szene. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da für mich, würde mich freuen. Wenn natürlich irgendwas besser laufen kann, schreibt mir gerne auch Verbesserungshinweise unten in die Kommentare. Ich versuche die natürlich immer gerne umzusetzen, damit die Videos noch besser werden. Ein Abo schadet natürlich auch nie, damit ihr mich in einem meiner nächsten Videos wiederseht und aktiviert gerne die Glocke, dann werdet ihr natürlich auch direkt benachrichtigt von YouTube.
Und zu guter Letzt ein bisschen Merch muss natürlich auch sein. Ich habe euch hier mal unser Volleyball-Herzmotiv mitgebracht. Bekommt ihr in unserem Spreadshirt-Shop. Den Link dazu packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem meiner nächsten Volleyball-Videos wieder. Bis dahin, euer Volleyball-Freak Steffen. Ciao.